So, Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir haben vorher den Grüßt Achter euch, gemacht. Mein Guter. Ja. Ja, muss mir auch ins Wort fallen. Du ungezogener Scheißbengel. Kackt halt diese rein, Alter. Wir haben das Video über den Achter gemacht zusammen. Die Jungs wollten beim Siemer auch dabei sein. Zumindest Noah, weil er den auch sehr gern gefahren ist. Deswegen dachte ich mir, nehme ich das gleich wieder mit. Nehmen wir jetzt auch gerade im Anschluss mit auf. Und ja, beim Siemer ist leider nicht so viel, aber doch mehr als beim 10er gemacht worden. Wie gesagt, den 10er werde ich dann nebenbei beim 9er erwähnen, wenn ich da das extra Video mache. Was wurde gemacht beim Siemer? 4 km/h mehr rückwärts, also doppelt so schnell wie ein Jagd-PZ. Rückwärts. Ja. Also doppelt so viel wie ein Jagd-PZ rückwärts gekriegt hat. So. Schon sagen. Das ist frech. Panzerung frontal wurde jetzt die Superstructure von 90 auf 120 erhöht. Ist halt Ober-Unterwanne und der Aufbau, ja, ist okay für Stufe 7, aber ist jetzt hier nicht in so einem guten Winkel wie beim 8er. Wird schwierig, da wirklich was zu bouncen. Und die vordere Kette ist jetzt bei 140 mm, war vorher bei 105 auf der Oberwanne. Ist auch nicht schlecht. Aber es werden keine Panzerungswunder wie auf PC sein, leider. Ich bin soweit eigentlich schon ready. Ich habe den mir ausgerüstet. Mhm. Noah hat sich auch zurückgekauft. Ihr wollt wieder einen erfolgreichen Leitfahrer sehen? Wir wollen auf jeden Fall einen erfolgreichen Tok-Fahrer sehen, bevor er wirklich wechselt hier. Ach nee, Tok ist Stufe 6, dann kriege ich lieber gleich rein, dachte ich mir. Oder bevor Dreadnought fährt. Ich werde wegen versuchen, aggressiv zu spielen, mal wegen die Panzerung jetzt zu testen. Oder ja, kommt auf die Lobby drauf an? Nee, Stufe 9, ja, okay. Ich überleg's mir doch nochmal. Weil ich glaube hier Objekt 752 WT. Und, Alter. Ja, nee. Ja, ich muss die APC laden. Wie gesagt, ich hatte die Reihe ja schon vor längerer Zeit mal übersprungen. Deswegen kann ich zu dem Panzer nicht viel sagen, aber kanonentechnisch, wie sieht das aus? Gibt es da. Leider nur die Stockgun ist gepatcht worden. Die Top Gun ist, aber die hat auch gute Werte, also Genauigkeit von 0,33. Das kann sich sehen lassen und ein Reload von 5,2 Sekunden auf Stufe 7. Das ist auch okay, sag ich mal. Bei wie viel Alpha? 250. Okay. Du musst halt sehen, er sieht halt auch 5er, insofern muss es auch ein bisschen in der Hinsicht gebalanced sein. Ich merke, die 4 Grad fühlen sich nicht mehr an als die 2,2 beim 8er. Echt? Ich merke das schon. Also den ja gut, doch, wenn ich jetzt hier stehe, ich kriege die Flöte ein bisschen nach unten. Richtwinkel nach rechts, rechts und links ist ein bisschen mickrig, muss ich sagen. Ist ja ein bisschen ungewohnt. Mongo ist keine Frucht. Wir sehen wie ein... Und ich bin aufgegangen beim Schossen. Beim Schießen, weil neben uns ist auch schon die Badge 12 Tonnen. Geil. So, rausgenascht. Scheiße, Alter. Ich habe hier auch schon den übelsten Mundgulasch beim Reden. Ihr merkt schon, das ist ja hier mega am Hasseln. Die Badge dürfte auch rausgehen, wenn sie denn will, mal. Ja, okay, oder so. Easy. Ich war jetzt auch gerade wegen zu faul, manuell zu aimen. Oh, RT1, okay. Ich bin offen anvisiert. Guck mal, ob ich hier was aufkrieg. Also ihr dürft halt auch nicht vergessen, er hat halt trotzdem auch seine Mobilität behalten. Also die Panzerung noch dazu auf die Mobilität ist halt doch schon, denke ich mal, ganz guter Luxus. Aber es wird halt einer von euch kann sich auf jeden Fall schon mal Richtung Stand ausrichten. Hier wird nicht viel kommen. Das ist halt jetzt nicht ganz so krass, wie er macht, die Mobilität, aber ist trotzdem nicht schlecht. Ja. Da werden wir nicht rankommen. Oder? Ja, Badge 12 Tonnen nochmal. Noch eine, Alter. 3 Scouts schon wieder, ey. Hat der Bock auf dich? Kommt der da hoch? Nee. Der fährt nach hinten weg, okay. Der vorne ist noch ein Beat hier. Du wirst gleich alles wahrscheinlich kommen. Waffelträger. Ja, ich sehe schon. Stadt ist gefallen. Oh. Der ist gar nichts. Natürlich brenne ich. Na klar, na ich versuche mal kurz noch hier Mike zu helfen gegen den Black Prince. Gut. Bin schon wieder geflüchtet. Der hat mir nur meinen Telefonempfang kaputt gemacht.
Dein Telefonempfang. Naja, hier, ja, hier. Der Telefonhörer. Hörer. Ich weiß nicht, Telefon, also früher gab es an dem Telefon auch Hörer. Ich weiß nicht, ob das noch ein Begriff ist. Das ist noch ein Begriff. Ah, die Badger 12 Tonnen ist jetzt schon krass im One-Shot-Bereich. Also, ich wollte es gerade schon sagen. Ja. Der Black Prince fährt, er hat der Autopilot drin, oder? Er hört gar nicht auf zu fahren. Black Prince fährt gar nicht mehr. Maximal mit der Hand über den Arsch. Aber was ist denn jetzt mit der Stadt, Alter? Ich weiß nicht, ob die jetzt hier noch kommen wollen oder nicht. Also. Warte mal. Da haben wir das. Ach ja. Da komme ich, glaube ich, eher nicht so ganz so durch. Mal gucken. Oh. Ja, gebounced. Oh, oh, oh. Zack. Wieder gebounced. Ja, das, die Sache ist, gehe ich auf beim Schießen. Ich habe gerade ein bisschen Bammel beim Schießen, muss ich ehrlich sagen. Und ja, ich gehe auch auf. Rechts ist ein Medium. Rechts ist ein Medium. Okay, alles klar. Da ist ein Ragnarok. Das ist unschön. Boah, und T95, das ist der Endgegner für mich. Also Ragnarok jetzt, dort ist... Oh, okay, den habe ich vollkommen versemmelt, den Schuss. Der muss aber raus. Das ist jetzt eine Situation, die habe ich ungern. Der Ragnarok will sich halt auch komplett auf die Artinot klippen. Bin ich schwerer? Ich weiß es nicht, ich habe es nicht... Oh, Amorek, Alter, ich habe ihn getrackt, ich krieg den Damage, jawohl! Ich freue mich an Keks, ey. Ja. Das ist halt auch schon wieder die übelste Vorzeige, die natürlich auf die hinein. Ja, ich merke schon hier, wenn ich mit euch hier versuche, Videos zu machen, das ist hier. Da wirst du das direkt ins kalte Wasser geworfen. Ja, das ist halt wirklich so. Matchmaking für. Oh, der KV4! Nein! Ach, oh, ich mache ihm die Kanone kaputt, Alter, das gibt's nicht. Der schießt jetzt wahrscheinlich. Oh, der kommt nicht hoch. Der kommt da hoch. Ist ja dumm. Ist ja dämlich. Ja, ist halt wirklich so. Er wird jetzt Hauptgas abgeformt. Gönn dir. Ja, jetzt noch den Typ 59 da hinten. Fährt halt auch über die Brücke, ne? Das macht man auch nicht. Ja, ja, also die waren jetzt dämlich. Ja, und die letzten vier sind hinten. Ja, super. Das ist halt der absolute Endgegner hier. Der Kumpel. Da war jetzt leider nicht so viel von Panzerung zu zeigen, weil in der 9er Lobby, wenn ich da nach vorne gefahren wäre, ist halt, da wäre ich übel schnell drauf gegangen. So, hier Drive-By aus der Front. Wie steht denn der gerade? Steht er mit zu mir gedreht oder was? Ja, ja, so leicht zu uns steht er. Okay. Bei uns halt nur noch so. Fahr schon Polo-Snipen. Polo-Snipen, bei uns trotzdem. Bei uns ist halt irgendwie. Ja. Also mit, ich weiß nicht, 235 Pen haben wir. Ja. Da machst du halt auch nicht so viel. Ja, ich bin natürlich mit 90, das ist nicht unbedingt. Vor allem merke ich, ich habe auch nur noch 2 APCA. Ich habe komplett mich schon leer geballert fast. Und gut, für eine Shashka kann ich mal umladen, bis ich die sehe, ist wahrscheinlich eh schon die Runde um. Ja. Ah, das ist halt... Eigentlich ist der Tank ja, wie er auf PC sein sollte, für einen Angriff gedacht, dass du drauf fährst, ne? Aber wir haben halt trotzdem auf Konsole zu wenig Panzerung dafür. Ja, selbst auf Stufe 7, also... Hätte er es wie auf PC, könnte man ja sogar sagen, komm, ich fahr gegen 8er ran. Mit dem Siemer und mit dem 8er halt gegen 9er, aber. Das ist nicht so der Rheinmetall, sein Ding. So, der Rheinmetall, der war eigentlich auch hier oben, der stand da eigentlich vorhin hinter dem Haus. Ich nehme an, dass er jetzt hier in der Senke steht, vielleicht. Nein. Hm? Nee? Muss er hier runtergefahren sein, irgendwo. Ja, such den Rheinmetall, der ist auch so schnell, um sich zu verlegen. Ach, was? Ach, nee. Ja, da verlierst du übelst Geschwindigkeit, wenn du hoch willst. Ich hab hier auch schon wieder so kleine Mini-Lags. Nee, die haben tatsächlich. Reichen 60 km/h aus, um da drüber zu springen? Ja. Ja. Aber wenn der da jetzt runter ist. Und. Alert! Aber easy. Über Kopf gucken. Alter, jetzt suchen wir hier den Rheinmetall oder was? Ey, das gibt's ja jetzt. Nee, steht ja auf.
Ahnung, wo soll er denn stehen? Weiß ich auch nicht. Also, ich habe einfach. Ja. Also, ja, gut, 50 HP noch. Mit 53 HP muss ich. Ja, gut, der Challenger, wenn er dumm ist, ist er raus. Er ist auch One-Shot. Also, noch ist alles raus. Ah, die Equalizer jetzt, ja. Ja gut, Freunde, da müssen wir, glaube ich, nochmal eine Runde ranhängen, weil mit 2000 kombinierten Char, also 2000 Damage, gebe ich mich hier nicht zufrieden. Und vor allem würde ich ihn auch gerne wegen Frontal testen. Stabile Runde für die Siebener. Ja, wir haben halt... Jeder fast 2000 Schaden geschossen, nochmal ein bisschen 2000. Das ist ein bisschen bitter, ey. Aber gut, wir hängen noch eine Runde ran, Freunde. So, Freunde. So. Grüßt euch, mein Gordon. Jetzt mache ich das einfach. Wir haben es nämlich jetzt schon dreimal probiert, hier eine vernünftige Runde zusammenzufahren. Es waren drei Siege, aber alle nicht zeigenswert. Das ist Samstagabend, das ist der ganz normale World of Tanks Wahnsinn. Also, man könnte auch denken, wir sind alle, wir spielen alle wie die übelsten Geckos. Ach, ja. Alter, schon schon ja, wieder Neuner, ich krieg ne Mack. Eigentlich ging es darum, dass wir den Panzer zeigen wollen von der Panzerung her. Wir haben mittlerweile das Problem, also ich habe für mich erkannt, ich brauche keine Panzerung bei dem Tank, ich brauche Pen. Was will ich mit 230 Pen gegen den verdammten Kong? Ich kann ihn mal kurz über den Rücken streicheln und mal gucken, was er davon hält. Aber das wird den nicht interessieren. Im Endeffekt sieht man ja, was das Balancing ist, weil man hat ja täglich damit zu tun, wenn man die Panzer fährt. Also Panzerung schön und gut, aber die nützt hier gegen 9 halt nichts. Das heißt, ja, Balancing okay, aber es wäre... Der Wille war da, der Rest nicht. Gewesen. Das hat sich dann auch gezeigt, dass Handschaden sehr effektiv ist. Wenn man halt keinen Bock mehr hat, dann nimmt man halt auch 50 HP in Kauf, die man ihm abzieht. Oh, hier, Alter, getroffen. 1375, Junge. Digga, ich nehme dich hier aus dem Leben. Du hast keine Chance gegen. Denk dran, wir hatten jetzt eben auch ein 1375 und das hat lange gedauert. Nee, das waren 1390. Da haben wir aber auch wie die Geckos daneben geschossen. Ich hab erstmal einfach, so wieder. Jetzt den Sinn gefunden. Ich muss einfach ein bisschen weiter nach links aimen und dann kommt der Schuss auch an, Alter. Das snappt der Schuss. So bitter, Alter. Das darfst du gar keinem erzählen, was wir hier machen. Das soll eigentlich eine ernste Vorstellung werden, wie der Panzer gebalanced wurde oder gebufft. Digga, das. Ja, also jetzt das im Nachhinein ist muss ich ganz ehrlich sagen, im Nachhinein, jetzt wo ich das Ding jetzt schon in den fast nur 9er Runden gefahren bin, gerade eben. Das ist übrigens schon der 5. Anlauf, Mike. Da hast du dich nicht mehr. Der kann nicht zielen. Also, ich bin hier gerade übelst am Tryharden, wie eine Sau. Das Problem bei diesem Koffer ist einfach, das reicht nicht. Das ist einfach, kannst die Gunner pushen, hast nur 4 Grad. Die Kanone hat nicht genug Pen. Da kannst du nur APCR was schießen, wenn du hier nur in 8er, 9er Runden kommst. Und, Alter, die Panzerung ist in der Stufe 7 gerade sowas wird. Wenn du 10-29 vor dir hast, ist die dann auch nicht mehr wert. Wenn der ja, das stimmt oder 198 Pen müssen so auch schon nicht erreichen. Also, das reicht einfach nicht. Ja, traurig, ja, traurig. Man muss halt sagen, solange das Matchmaking so ist, wie es ist, und man gegen 2 Stufen höher spielt, ja, reicht es nicht. Auf seiner Stufe ist sicherlich okay, alles okay, aber man spielt ja halt nicht nur gegen seinesgleichen, sondern halt auch gegen 2 Stufen höher und dann wird es... Tricky. Also ich glaube das 122-54 pennen wir nicht mit der neuen Panzerung. Ja, das pennt. Ich glaube meine 235... Ich fahr jetzt hier wie komplett gesagt, hier kommen. Das ist auch nicht so genial. Warte, oh, ja, das gibt uns. Ich krieg hier eine Macke. Jungs, wie sieht's aus? Kriegst du irgendwie ein bisschen was zusammengeschnullt? Oder... Ich krieg hier Hartgas auf den Sack, aber das ist hier auch gerade, also ich. Ja, nee, also das kannst du knicken hier. Wenn du hier nur 9er oder 8er Lobby siehst mit dem Teil, du kommst hier auf keinen grünen Zweig. Die Pen ist kacke, die Panzerung ist kacke. Ich liefer hier ab. Was soll denn ich hier noch abliefern, Alter? Ich wurde gerade vom Hund. Ja, dich zeige ich nicht. Du bist nicht im Bild. Du kommst nicht ins Recall. Nein, ich möchte das auch gar nicht, aber ich kann doch nicht jede Runde nicht. Ich bin fertig mit Tanks, ich habe meinen RNG aufgebraucht. Ja, nicht nur du, ich glaube, wir müssen wieder Boote fahren. Ja. So, mit RBRT treffe ich. Ich habe sogar einen Schuss gebounced vom Ariet. Mensch, man mag es kaum glauben. Ach, wo ging denn der Schuss schon wieder hin? So, Ariet habe ich nochmal gepennt. Bin jetzt aber auch krasser One-Shot. Alter,
Was hat die APCR für eine Fluggeschwindigkeit? Keine Ahnung. Das ist ja hier irgendwie schlecht. Gering. Ah, also ihr merkt schon, unsere Stimmung ist noch relativ gut, aber die Runden laufen nicht wirklich. Also ich glaube, wir belassen es jetzt hier dabei und das wird einfach nichts. Also wir merken selber, auf Stufe 9 oder 8 kannst du das komplett knicken. Du fährst dem Schaden auch nur hinterher mit diesen typischen 5-Sekunden-Runden gefühlt. Da hätte ich auch mal getroffen. Wenn wir eine Tourrunde fahren, Alter, das ist viel schwieriger als das hier. Ja, da wäre auf jeden Fall... Ach was, das kannst du nicht erzählen, was das Ding jetzt in der Fluggeschwindigkeit hat. Das ist ja richtig. Ich habe ihn nicht mal getroffen. Okay, Alter, also der WZ, der steht dort safe. Keine Ahnung, was ich mache. Jetzt habe ich ihn gepennt, lol. Geh mal her, Badge, Junge. Mehr, Medium. Oh, was sind hier noch? Was haben wir noch? Start. Ja, hier Scorpion G treffe ich auch noch. Da. Alter, cool, McRae. Der steht noch dort safe. Jawohl, den haben wir auch noch rausgenommen. Es ist halt trotzdem, also. Ja. Du brauchst hier mit 175 Pen auch gar nicht groß anfangen. Ich meine, klar, den Scorpion G hätte ich jetzt gepennt, Freunde. Aber seien wir mal ehrlich. Wer lädt in dem Moment in der 9er Lobby jetzt dann nochmal um dann? Kein Schwein. So, ich habe jetzt auf AP geladen, weil ich sehe nur den Protetto und den Ragnarok. Die penne ich auf jeden Fall. Ähnlich. Ja, nee. Meinst du? Ja, doch. Ja, hier guck, sogar den WZTD. Oh Gott, ich muss weg, Alter. Die sind da. Oh, die sind ja so getriggert. Oh Gott. Komm ran hier auf den Zentimeter, Ragnarok. Ja, siehst du, er ist gebounced. Ja, okay. Ich hätte es nicht sagen sollen. Unwahrscheinlich gemacht, dass Jackie jetzt zu spielen bekommt. Zack, Junge. Wie er hier noch abknabbert, ne? Na, was heißt denn abknabbert? Ja, also, ich hab gesehen, das ist mehr schlecht als recht. Es sieht noch viel aus, aber ist nicht wirklich viel. Sie hätten mehr machen können. Ja. Haben sie leider wieder mal nicht. Das Ergebnis zeigt es auch. Siebener stehen ganz oben. Ja, also aber das ist auch nur dem zufolge, also das ist auch nur dem verschuldet, weil halt wir wissen auch, wie wir spielen sollten, müssten. Teilweise nicht immer. Ja, uns halt auch kennen und wie gesagt, also wir spielen ja nun schon ein paar Jahre zusammen. Aber wenn das jetzt zum Beispiel ein neuer Spieler die Reihe anfängt, also ich glaube, der wird da keinen großen Spaß haben, auch nicht, wenn der jetzt gepatcht wurde. In diesem Sinne belassen wir es dabei, Freunde. Es tut mir leid. Warte. Da ist nichts mehr groß dabei. Das Fazit ist ja eigentlich, ja, die Buffs, die sie gemacht haben, sind okay auf der Stufe betrachtet. Da man ja aber nicht nur permanent Top Tier ist oder gegen seinesgleichen spielt, sind sie halt einfach zu wenig. Das ist halt immer so die Frage. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Balancing schlecht ist. Ich würde einfach nur sagen, dass das Matchmaking scheiße ist. Diesen Plus 2 ist halt einfach zu viel. Ja, von da aus. Ist das mein Fazit, dass der Panzer. Ich habe ihn jetzt nicht gespielt, aber okay ist. Deswegen ist seiner halt dein Maul. Ja. Also Stufe 7 muss ich sagen, der hätte mal mehr machen müssen. Gerade wenn man auf 9er trifft oder so, das ist zum Kotzen. Haben wir jetzt auch heute Abend schmerzlich erfahren. Ich weiß gar nicht, ich habe den irgendwie anders in Erinnerung gehabt. Ich fand den früher, keine Ahnung, irgendwie besser. Vielleicht war es manchmal hier vielleicht anders. Gab es da auch noch gar nicht so viele nervige andere Panzer. Das ist gut möglich. Deshalb muss ich sagen, der 8er macht deutlich mehr Spaß. Also so wie der jetzt ist. Also der 8er ist ganz cool. Wir haben so ein bisschen was gemacht. Der 10er ist nicht erwähnenswert. Ja, und der 9er kommt ja noch in dem Video. Gut, Freunde, dann habt ihr schon mal drei Meinungen gehört. Wie gesagt, ich finde es auch zu wenig. Für seine Stufe okay, für höhere Stufen schon kritisch. Wir haben es versucht. Die Laune ist trotz nicht so geiler Runden noch gut. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Video, Freunde. Haut rein.